Wir sind zurück bei Let's Drive DC Bikes und heute werden wir den MFP spielen. Das heißt, wir werden der beste Spieler werden auf einer Strecke, die ich mich, ja, zu meinen eigen genannt habe. Denn das ist die wunderbare Kanadien-Strecke. Ja, ich freue mich schon drauf. Und natürlich freue ich mich wie immer, dass du mit dabei bist. Danke, dass du dir das hier anschaust. Du bist einer der wenigen, die sich dieses Let's Play anschauen. Das rechne ich dir hoch an. Also, schauen wir mal. Wir müssen auf jeden Fall eine 40er Zeit erreichen, die wir fehlerfrei auch noch reinhauen. Boah. Der Top-Spieler auf Platz 1 hat es in 36,6 Sekunden abgehauen. Was ist denn das für ein Bild? Ich glaube, das ist von Red Dead Revolver. Kann das sein? Weiß ich gar nicht. Naja, interessiert auch nicht. Wir spielen DC Bikes. So, das Ganze werden wir heute mit der MV Augusta machen und nicht mit der BMW wie gestern. Denn, oh, ey, das ist wirklich eine geile Maschine. Die würde ich noch nicht mal umlackieren. Die würde ich so fahren. Vielleicht ein paar andere Felgen ran, aber... Ah. Die Augusta, Mann. Sieht so schön aus. In Rot sieht es aber auch nicht schlecht aus. Vor allem, ich mag dieses Rot-Gelb-Kombination. Das sieht richtig gut aus. Na gut, bei der Maschine muss ich gestehen, da passt unsere Clubfarbe nicht ganz so. Aber, naja, es ist unsere Clubfarbe. Was willst du da machen, ne? Sehr schön. So, fehlerfrei müssen wir jetzt definitiv erstmal zeigen, wo wieder der Hammer hängt. Und das Beste ist, wir können das in Kanada machen. Na, bin ich auch mal gespannt. Kannst du mir erzählen, was du willst? So eine F4 ist einfach eine schöne Maschine. Oder fahren wir eine F3? Ich glaube, wir fahren aber eine F4. Ich weiß es jetzt gar nicht. So, einmal rum. Bin ja mal gespannt, welche Zeit wir belegen. Ich wäre schon mit einer 39 irgendwas, wäre ich schon zufrieden, dass wir auf jeden Fall den dritten Stern kassieren. Das wäre mir eigentlich relativ wichtig. Ich glaube nicht, dass ich schaffe, eine 36 hinzuhauen. Wie die Typen auf Platz 1. Aber wir können es ja mal probieren. So. Boah, Alter, der haut da aber eine Zeit raus. Ach, guck an, jetzt hat er uns mal... Okay, er hat uns endlich einen Fehler angerechnet, das ist gut. So. 41,5. Ein Ding. So. Jetzt ziehen wir jetzt mal hier ein bisschen vonstatten, Alter. Ah, ein bisschen weit raus. Und wir fahren über den Jordan, Alter. Scheiße. Naja. Und dann haben wir hier nochmal eine kleine Eingewöhnungsphase in diese Runde. Trotzdem kommt es mir so ein bisschen vor, als würden sie bei DC Bikes auf jeden Fall so ein bisschen die Musik angepasst haben. Die ein bisschen besser zu... wie heißt es hier? Zum Motorradfahren passt. Eigentlich zum Motorradfahren passt keine Musik. Du musst den Sound so hören. Kannst natürlich übers Funkgerät im Helm kannst du es ja machen. Und über die Freisprechanlage im Helm kannst du sowas ja immer machen. Und ich muss gestehen, ich mache es auch. Ich liebe es einfach mit Retro Rave oder hier Synthwave, wie es heißt, einfach immer durch die Gegend zu fahren. Das ist wirklich geil. Vor allem, wenn du dann auf der Autobahn fährst und richtig Vollgas gibst. Gibt es nichts besser als irgendein Lied, was deinen Adrenalinpegel hochhauen lässt? Geil. Ich muss gestehen, ich fahre lieber auf Autobahnen ziemlich schnell, als statt auf Landstraßen. Das ist mir... Ich weiß nicht. Ich bin da nicht so ein guter Fahrer, da gebe ich zu. Alter, was war denn das gerade? Rülpsen, Husten und Niesen in einem, Alter. Was war das denn, Alter? Nein, aber ich muss gestehen, ich habe ja nie von mir selber behauptet, dass ich ein Bro-Fahrer bin. Vielleicht fahre ich mal mit meinen Bros, aber das war's dann auch. Aber ich muss gestehen, ich fahre lieber langsam und gediegen und genieße den Sound, als irgendwie übelst durch die Gegend zu ballern. Und wie gesagt, ich bin ja auch ein Fan von den nackten Maschinen. Da sitzt du eh auf einer mehr aufrechten Position. Und da kannst du eh nicht so schnell fahren, außer du hast Popeye-Unterarme. Wo du dich wunderbar am Lenker festgreifen kannst, ohne dass der Fahrtwind dich vom Bike runterreißt. Und der Computer, Alter, was hat er denn gemacht, Alter? Der hat mal richtig gerade Gas gegeben. Nochmal am Schluss. Boah, okay. Wir müssen ein bisschen besser werden. Ja, soviel zum Thema 39 reicht uns. Wir müssen definitiv 39 erreichen, so wie es ausschaut. Naja, aber ihr habt ja auf jeden Fall wieder meine Boxenkugel und dadurch habt ihr hier einigermaßen was Gutes eingestellt. Ich finde es ja schade, dass es nicht sowas wie früher in den Arcade-Hallen,
gibt, dass man da diese Motorrad-Simulation hat. Kennt ihr das vielleicht noch? Kennt das einer von echt noch? Da gab es das auch hier. Vielleicht noch aber zu Mega Drive-Zeiten. Aber es war eine unglaublich geile Arcade-Maschine. Da konntest du einfach dich draufsetzen und fertig. Und dann hattest du ein Motorrad unter dir und damit hast du gelenkt. Das war richtig geil. Sowas. Schade, dass es sowas bei uns nicht gibt. Ich würde sowas echt gerne haben. Natürlich könnte man ein bisschen, wenn man technisches Verständnis für hat, sich einfach so einen alten Automaten besorgen, sich das Ding zu Hause hinstellen und dann einfach mit ein bisschen Löten und ein bisschen hier und ein bisschen da und mit einer Schnittstelle, damit die PlayStation oder PC das den Arcade-Sitz erkennt, einfach zwischenschalten und schon könntest du das ja mitfahren. Aber ich weiß nicht. Erstmal wird das bestimmt richtig viel kosten und vor allen Dingen, wo willst du sowas hinstellen? Wenn man sich so einen Automaten nochmal im Kopf reinhaut, wie groß der war, ja. Vor allem, wenn du einen Zwei-Mann-Arcade noch hast. Wenn du einen Zwei-Mann-Arcade-Sitz hast, dann wird's nochmal richtig lustig. Aber das wär's doch, genau. Zwei-Mann-Sitz, aber nicht nebeneinander, sondern hintereinander. Dann könntest du mit deiner Freundin zusammen zocken. Die sitzt dann einfach hinten drauf, Alter. Geil. Ja, genau. Oder mit so welchen, wie heißen die nochmal? Hier mit den Canyon Racern. Diese ganz flach. Mann, wie heißt denn der nochmal? Vergiss es immer. Edge Rider? Kommt gerade nicht drauf. Ja, Schande über mein Haupt. Aber das ist wirklich auch eine geile Maschine. Die ist ultra flach auf dem Boden und der Beifahrersitz ist noch flacher. Und du musst wirklich zusammen als eine Einheit synchron arbeiten beim Kurvenfahren. Und dann fährst du diese Canyon und Serpentinstrecken. Das ist so krass, wie die um die Kurven fetzen. Also, das ist ein Traum. Das ist wirklich ein Traum und ich muss mal gucken, ob ich da nächste Folge mich mal schlau drüber mache. Dann werde ich darüber mal ein bisschen was erzählen. Aber ich glaube, das hebe ich mir für Ride auf. Da gucken das weitaus mehr. Und ich glaube, da passt es auch besser. Weil schließlich bei dem Spiel haben wir es ja hier nicht gegeben. So, Vollgas. Alter, der Computer, wie holt er denn da die Zeit raus an der Stelle? Okay, da haben wir ein bisschen... Ja, lehne ich mich mit. Das ist das erste Mal, dass ich mich selber dabei erwische, wie ich mich selber langsam anfange, nach rechts und links zu lenken. Alter, wenn ich in Kurven reinfahre bei dem Spiel, wie geil ist denn das? Das habe ich doch sonst über Ride. Ja, langsam macht Spaß. Vielleicht ist auch die Euphorie und da haben wir die Zeit gemacht. Die Euphorie über diese Edge Rider. Kantenfahrer. So, wie fährt er da? Ich sehe das gerade so. Und dann, ab hier gibt er Vollgas, alles klar. Aber er rutscht mit dem Hintern nicht weg. Wir rutschen mit dem Hintern weg. Dann ein bisschen besser die Kontrolle. So, das wird auf jeden Fall keine gute Zeit. Keine fehlerfreie Zeit. Aber ich will einfach mal nachgucken, ob ich es überhaupt irgendwie mal schaffe, hier auf 40 Sekunden zu kommen. Vor allem, mir fällt auch gerade ein, die Rundenzeit wird ja auch so gewertet und nicht abgezogen in der Gesamtwertung. Frage ich mich, ob der Coyote F1 und der andere Typ mit dem Cowboy-Bild das hier auch fehlerfrei gemacht haben. Kann natürlich sein, dass das so welche Pro-Gamer sind und die das fehlerfrei definitiv geschafft haben. Aber man kann ja auch an der einen oder anderen Ecke abkürzen und da weiß man dann natürlich nicht, ob das denn die Bedingung mit war. Ich glaube auch nicht in der besten Liste, ob man da gucken kann, ob das fehlerfrei gefahren ist oder nicht. Oh nein, jetzt habe ich zu früh eingelenkt. Na komm. Ja, die Folge dauert heute ein bisschen länger. Meine lieben Freunde, da sieht man mal wieder, was hier wieder alles so abgeht. Frank Hopper. Cooler Name. Ah ne, Harper. Frank Harper. Harper, das ist auch ein geiler Name. Na gut, das hat jetzt was mit Charlie Sheen zu tun, aber es ist einfach Harper ist ein cooler Name. Hopper ist auch ein cooler Name. Da kenne ich sogar einen, habe ich mal kennengelernt. Austauschschüler, war super Typ, Alter. Hopper. Aber naja. Er meinte, dass Motorräder der letzte Dreck sind. Und darum habe ich dann gesagt, ja, dann geh doch bitte hinterher zurück. Nein, aber er war nicht so der Motorradfan. Er war einfach nur, für ihn war GM das 0 plus Ultra. Und er würde erst Motorradfan sein, wenn GM auf jeden Fall... Also General Motors auch endlich mal Motorräder bauen würde. Ja, sagst du, ja, geil. Dann hast du da so einen Klopper wie so eine Tomahawk oder so, weißt du, V12 drin aus dem LKW. Und damit fährst du denn deine Runden oder was? Ja, toll.
Na gut, eine Tomahawk hat natürlich mehr Zylinder als nur eine V12. Aber ihr wisst, wie ich es meine. Das ist ungefähr so wie mit einer Dodge Viper. Die ja jetzt von Alfa Romeo gebaut wird. Da lache ich mich auch immer noch drüber kaputt, Alter. Nee, aber das ist ja auch einfach ein LKW-Motor mit einem LKW-Getriebe und dann ab in einen Sportwagen. Ne? Das ist ja auch einfach so. Die gute RT10. Das war die erste Viper und immer noch die schönste Viper. Kannst du mir erzählen, was du willst? Die Targa-Version. Ich habe von dem Auto das erste Mal erfahren, als ich Gran Turismo 1 gespielt habe. Vorher kannte ich die überhaupt nicht. Da kann ich so Dodge, ja, was ist Dodge, Alter? El Bundy hat einen Dodge gefahren und der hat gesagt, das ist das hässlichste Auto, das es je gab, Alter. Darum habe ich mich nie für einen Dodge interessiert. Und da habe ich mich dann erst mal überhaupt schlau gemacht, was so eine Dodge ist, Alter. Und die Viper sah geil aus, Alter. Ich weiß gar nicht, wo ist die denn gehypt worden? Ich glaube in... Wo war das denn? Ich glaube in der Fernsehserie wurde die Viper GTS denn ziemlich gehypt. Ich glaube, die hieß sogar Viper, die Serie, ne? Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ich fand die sau schlecht, weil die auch alles mit Computer animiert war. Da hat das ein wenig Spaß gemacht zu gucken. Ungefähr so wie Team Knight Rider und Knight Rider, hier die letzte Neuauflage. Wo sie dann tatsächlich doch den Trans Am gegen einen Ford Mustang getauscht haben, die Idioten. Ja, da hätten sie lieber mal einen guten Trans Am als Konzept bauen können, als dann Ford Mustang reinzuhauen, ey. Was für Quatsch. Kannst du nicht einfach... Weiß nicht. Selbst bei Knight Rider 2000 hatten sie einen, auch wenn er total hässlich aussah, einen Trans Am reingebaut, ey. Selbst ein Camaro hätte ich da lieber genommen. Der hätte weitaus besser gepasst. Aber doch kein Ford, Mann. Doch nicht eine ganz andere Automarke. Irgendeinen anderen Pontiac hätte man noch nehmen können, Alter. Aber doch kein... Oh, da habe ich mich verbremst. Oh, komm schon. Okay, fehlerfrei über die Zeit, Alter. Komm, man muss doch einen Pontiac nehmen. Kann doch nicht einfach Kit in irgendeinen Ford reinhauen. Naja, soll ja der Sohn sein. Ich glaube, er hat auch nur in der Pilotfolge mit mir. Vor allen Dingen, kennt ihr noch K? Das geht das Gegenpendant zu Kit. Der war da als Mecha unterwegs. Das war eine schlechte Serie. War noch schlechter als was ist die anderen nochmal? Sarah Chronic. SCC, Sarah Connor Chronicles mit Terminator. Obwohl ich die richtig gut fand. Aber ich hätte in Deutschland keine geguckt, man haben sie abgesetzt, die Idioten. Und ich musste mir die letzten beiden Staffeln auf Englisch reinziehen. Das war nicht. Ich glaube, die gab es gar noch nicht mal mit deutschen Untertiteln. Die waren eigentlich gar nicht mal schlecht. Wahrscheinlich kennen die meisten das gar nicht, weil die wissen gar nicht, dass es eine SCC gab. Und... Naja, es ging darum, auf jeden Fall... Die Serie hat erzählt, wie es zwischen... Oh, ich glaube, Nachteil 3? Nee. Nachteil 2 war das. Nachteil 2. Ich glaube, das hat Nachteil 2 gespielt und hat Vorteil 3 gespielt. Und... Da ging es halt darum, wie Skynet das alles bewerkstelligte, dass er den Krieg auslösen konnte und vor allen Dingen das alles so reibungslos, dass er den Sieg über die Menschheit so reibungslos und vor allen Dingen so effektiv bewerkstelligt hat, indem er schon in die Zeit zurückreitet, verschiedene Terminator zurückreisen ließen hat und die im Untergrund schon mal heimlich alles aufgebaut haben, Waffenfabriken, verschiedene Legierungen, die für die Terminator hergestellt worden sind, die Waffenforschung voranzutreiben in Sachen Laser, Hovercraft und hier diese Hunter-Killer und so. Das hat ja alles selber schon mal ein bisschen vorangetrieben. Die Forschung hat die Menschen beeinflusst und. Und ich fand das mega cool. Nur irgendwie ist sie in Deutschland total untergegangen, die Serie. Naja, war auch eine schlechte Sendezeit und ich muss auch gestehen, die Synchronsprecher, die sie dafür gewonnen haben, waren jetzt nicht gerade die besten. Da hätten sie ein paar andere nehmen können. Die Schauspieler waren aber eigentlich gar nicht mal schlecht. So, komm, gib Gas! Ich will es jetzt schaffen! Yes, Alter! 39,8, Alter. Noch um ganze 3 Sekunden schlechter als der Toyota F1. Aber ganz ehrlich, der Typ ist ein richtig guter Fahrer und ich würde mich niemals mit ihm gleichstellen. Ich versuche es natürlich, kein Ding, aber da weiß ich ganz genau, ey. Oh, guck mal, und gleich die Augusta 8. Wir sind die F4 gefahren. Sehr gut, nicht die F3. Aber da sind wir gleich auf Stufe 3 hochgekommen. Sehr schön, Alter. Und ich muss mal ein bisschen aufhören, fällt mir auf. Ein bisschen aufhören, mich selber in meinen eigenen Sätzen zu unterbrechen, weil ich wieder irgendwas Interessanteres sehe, als mein eigenes Gelabere zu hören. Tja. Und so wie es ausschaut, haben wir mal eben nur ein Event gemacht. Aber kein Problem, dafür können wir morgen wieder mit der F4 unterwegs sein. Und da bin ich mal gespannt, was wir in diesen Rennen so bewerkstelligen. Also macht was Sinnvolles, ihr seid die Besten. Ich bin euer Icehawk und wenn ihr heute noch irgendwas Sinnvolles machen wollt, dann schaut euch noch ein anderes Let's Play an. Ciao!